Hallo? Wieder neu. Ah ja, wir haben ein Schwert bekommen, warte mal. Da gibt es ja jetzt so ein... so ein Schwert. So. Ah, das wird doch wo stehen die anderen? Ah, hier. Ja, das wird doch was. Na, sie? Ich muss dir unbedingt etwas sagen. Wo ist Hendrix? Er schläft. Ich mache eine DNI-Diagnose bei ihm. Kann ich dir vertrauen? Kann ich dir vertrauen? Ich werde dir die Wahrheit sagen. Als Taylors Team das Geheimprojekt entdeckte, wollten sie damit an die Öffentlichkeit gehen. Dieses Risiko konnte die CIA nicht eingehen. Sie wurden zurückbeordert, um sie zum Schweigen zu bringen. Taylor spricht noch mit uns, obwohl wir abgetaucht sind. Wie ist das möglich? Ich glaube, sein DNI wurde beschädigt. Darum konnten wir sein Team nicht ausfindig machen. Aber wir können den Doktor aufspüren. Weißes Papier. Gut, nächste Mission. Der innere Dämon. Aha, gut. Machen wir. Hendrix. Seine Diagnose zeigt einige Unregelmäßigkeiten. Vielleicht nur ein Kalibrierungsproblem, aber ich will es nicht ignorieren. Vor allem nach seinen letzten Ausbrüchen. Du weißt, wovon ich rede. Deshalb hast du ihm auch nichts vom Sender erzählt, den du Salim angesteckt hast. Wir planen gerade einen Angriff an der Seite der ägyptischen Armee. Wie sorgen wir dafür, dass sein Kopf klar bleibt? Ich kann die Medikation ferndosieren. Sollte hinhauen. Aber er darf auf keinen Fall gefährden, dass wir Taylor erwischen. Dazu kommt es nicht, Kane. Dafür sorge ich. Irgendwas ist da komisch. Ägyptische Verbündete in Position. Sie haben das Gebäude umstellt. Erwarten grünes Licht. Scheiße! Kane! Das Signal vom Doktor ist weg! Was zur Hölle soll das heißen? Das heißt, er ist tot. Oder so gut wie. Khalil, halt deine Männer in Position! Wir sind im Landeanflug! Wir sichern die Botschaft! Wartet auf unser Zeichen! Hey, das ist doch die eine da, die weiß nicht mehr den Namen. Manticore mit menschlichem Piloten! Sieht wie Sarah Hall im Cockpit aus. Wissen wir, wo Taylor oder Maretti sind? Wo wollen sie hin? Negativ. Dann müssen wir an Hall vorbei. Ja, wir dürfen an. Taylor nicht nochmal verlieren! Aha. Ist irgendwo eine Raketenwerfer? Wie soll ich denn das bitte machen? Müssen wir erstmal gucken, wo dein Raketenwerfer ist. Oder ob da einer ist überhaupt. Wissen wir, wo Taylor oder Maretti sind? Wo wollen sie hin? Negativ. Dann müssen wir an Hall vorbei. Wir dürfen Taylor nicht nochmal verlieren. Sieht so aus, ne? Ich darf da nicht hin. Aber
Da ist er doch. Paul greift an. Achtung, Paul auf erhöhter Position. Sieh. Wie lange die dann nicht mehr aushalten? Javelin-Rakete! Manticore-Leistung bei 70%. Sie steht zwischen uns und Taylor. Feuer! Paul läuft jetzt mit 40%. Ihre Schilde versagen gleich. Manticore nur noch bei 10%. Sie ist unsere einzige Spur zu Taylor. Holt sie runter! Jetzt aber. Sie ist unten, unten! Schnell, verbinde dich mit ihr, bevor wir sie verlieren. Bitte nicht. So gehen wir jetzt also vor? Töten unsere Leute, weil sie eine Verschwörung aufgedeckt haben? Du weißt nicht, was das auslöst. Ich weiß, und es tut mir leid. Was ist los? Kane! Hendrix! Mr. Krüger, ich fürchte, Sie verkennen die Lage und verstehen nicht, was ich das? Ihnen sage. Ist das ein Baby? Hallo? Ist da jemand? Was ist das denn jetzt hier? Ich verstehe es nicht. Ich sehe nur nicht, wieso Ihre Sicht, Ihre eingeschränkte Sicht, eine Entscheidung über die Zukunft des Projekts ändern soll. Das Corvus-Programm war auf ganzer Linie erfolgreich. Sie sollten stolz darauf sein. Bitte, hören Sie mir doch zu. Zum Informationsaustausch gehören zwei Seiten. Wenn Sie die Überwachung durch Menschen streichen, lässt sich unser Einfluss nicht mehr kontrollieren. Ja, das ist, ja. Wir stehen vor dem Beginn einer neuen Welt. Roll? Was hast du mir angetan? Ich wollte mich mit deinem BNI verbinden, aber etwas lief schief. Hörst du mich? Was zur... Das kann nicht wahr sein. Kane! Ist das? Kannst du mich hören? Siehst du das? Sag doch was! Bitte! Was ist denn jetzt hier? Das geheime Projekt. Dieser Tag ist bevor der ganze Ort explodiert. Bevor 300.000 Menschen sterben. Dort wurde ich geboren. Ein kurzer Moment der Qual. Dann Dunkelheit. Wer spricht da? Hier hat alles angefangen. Das Gas. Ihre Experimente haben eine chemische Substanz freigesetzt. Sarah? Diese Stimme, erkennst du sie? Ich erinnere mich, aber es ist fast wie ein Traum. Ein Traum von jemand anderem. Erzähl mir, woran du dich erinnerst. Die CIA schickte uns los zur Überprüfung eines Alarms unter der alten Coalescence-Anlage. Jemand hatte die Immortals wohl gewarnt. Check den Raum.
sicher. Verdammte menschliche Testsubjekte. Toll. Das verstößt gegen alle ethischen Grundsätze dieses Landes. Das brauche ich jetzt. Hall, Meldung. Auf zur Immortals-Jagd. Wir wussten, dass wir gerade über ein CIA-Programm stolperten, das jahrelang begraben war. Und dieses Programm führte höchstwahrscheinlich direkt zum Singapur-Desaster. Wir berichteten und wurden zur Geheimstation zurückbeordert. Mhm. Hat auch schneller. Okay, du weißt, wie es läuft. Sichere das Gebiet. Ich hole alle sensiblen Daten von ihren Servern. Los. Oh. Taylor, alles klar? Ja. Ich habe ein paar Störungen in meiner Optik. Okay. Ich helfe dir beim Kalibrieren. Wer? Sarah! Kannst du mich hören? Ich weiß, was das ist. Das ist Bastania. Ich habe es in der Akademie studiert. In meiner Abschlussarbeit damals war es eines der größten Beispiele militärischer Tapferkeit. Einer dieser Kämpfe, der dir zeigt, woraus du gemacht bist und wer du bist. Ich habe davon geträumt. Folge mir. Ich zeige dir, was ich meine. Glückwunsch, Private. Du hast den kürzesten gezogen. Willkommen in Baston. Und jetzt beweg deinen Arsch an die Front. Ist das möglich? Wir befinden uns auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs. Ah, ernsthaft jetzt? Das muss eine Illusion sein. Das muss es sein. Ist es auch. Es würden jetzt hier nicht die ganzen Leute verschwinden. Zwei Menschen. Hä, hey, aber was das ist? Das ist der Kern, ne? Das ist der Kern, den wir da kaputt gemacht haben, oder? Ja, das sieht so aus. Doch, das ist das Ding. Wieso liegt das hier rum? Kann ich da nicht springen? Ne? Doch, kann ich mal. Munition. Ich frage mich jetzt nur, wieso wir jetzt die Mission hier überhaupt spielen müssen. Oh. Passiert da noch irgendwas? Also im Hintergrund, weil da ist gerade hier irgendwas passiert, das habe ich aber nicht so richtig gesehen. Ja. Irgendwie. Verschwinden da, ich kann die mir nicht angucken. Das sind dann die Deutschen, denke ich mal, die immer lieber kämpfen. Ja, die sind ein bisschen. Ne? Radio. Kann ich jetzt einfach so mitnehmen, ne? Das ist ein Sammelobjekt. In einer Simulation kann ich ein Sammelobjekt mit in die reelle Welt nehmen. Ist auch gut.
Sprengkörper! Suche Deckung! Warum sind wir hier, Sarah? Oh, ist dunkel. Weißt du das nicht? So viel Nein. Leid, so viel Schmerz. Es waren nicht nur die feindlichen Soldaten. Was passiert denn hier jetzt? Hä? Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Nicht runterfallen. Ich verstehe nicht so ganz, was jetzt hier passiert. Weich viele der Forschungsmassen. Wo denn? Oder zu verstärken. Du kannst dich nicht vor uns abdecken! Ist ganz komisch, was hier passiert. Das kannst du überhaupt nicht. Die Schreckenswölfe. Zuerst fielen sie nur über Verwundete her. Später jagten sie die Starken. Trotz seiner standhaften Wölfe? Das kommt mir jetzt. Das ist doch. Hä? Meiner Stimme. Entspanne dich. Stell dir einen vereisten Wald vor. Sarah. Sie schon mal gehört? Deine Verbindung per DNI. Du wusstest, was sie mit mir machen würde. Du lagst im Sterben, Sarah. Ich hatte keine Wahl. Im Sterben? Konzentrier dich. Erinner dich. Was ist in der Geheimstation passiert? Ich jetzt darüber, ja. Licht. Wo immer das herkommt. Das ist ganz komisch. Wir haben etwas aufgedeckt, das die geopolitische Landschaft gefährden und das Winslow-Abkommen scheitern lassen würde. Wir hätten wissen müssen, warum man uns zurückrief. Man konnte uns nicht trauen. Zu viel Risiko. Wenn man ein Geheimnis begraben will, liegt es oft neben dem, der es bewahrt hat. Sie sagten, dass sie eine Diagnose durchführen müssten, aber das war gelogen. Sie wollten uns bloß terminieren. Aber als wir dort ankamen, war das Personal schon tot. In Stücke geschnitten vom Vollstrecker der 54i mit Namen Jay Jean. Wir wussten, dass sie uns jagen würden. Uns blieb nur die Wahl, einen Handel mit den Immortals einzugehen und Singapur zu verlassen. So ist das nicht gewesen, Sarah. Wir haben die Aufnahmen angesehen. Du warst es. Du hast sie kaltblütig abgeschlachtet und es aussehen lassen wie ein Ritualmord. Du hast ihre Wiedergeburt verhindert. So wie Jason. Warum? Wiedergeburt? Was?
Hä? Was passiert denn hier? Warum glaubst du, bist du hier? Was ist so wichtig an diesem Kampf? Warum hast du davon geträumt? Ich habe es immer wieder im Kopf durchgespielt. Ich wusste, ich war nicht stark genug für diesen Kampf und auch nicht mutig genug. Als ich das schrieb, hatte ich nicht mal einen Kampf miterlebt. Ich habe aus erster Hand gelesen, was sie durchgemacht haben, aber ich konnte mir nicht vorstellen, wie sie durchhielten. Manchmal muss man durchhalten. Und manchmal loslassen. Das ist der Weg, den ich gehen muss. Den wir gehen müssen. Na toll. Ich kapiere trotzdem nicht, was hier passiert.